Bruder, hast du Kleingeld? Du machst mehr Geld als wir alle. Mach mal keine Filme hier. Ja, aber sag nicht. Du machst dir einen auf Hipster und ich bin Ruth und was los und alles cool und und ich bin voll real. Du machst die meiste Kohle hier aus Berlin, die Iraner. Ich hab dich studiert. Weißt du was, die haben immer hier so zwei Zehner und da sind die Batzen. Komm, geh auf, wir müssen bei Ari, bei Papa Ari gleich auf Nacken essen, weil keine diese Geld. Was gab, Freunde, mein Name ist Ruth, das ist eine neue Folge von Was los? Freunde, er ist wieder da. McDonald's, Süßwarenladen, macht euch auf was gefasst, ja. Aber ganz anders als vorher, Rumble in the Jungle, das neue Album von Ali Boumaier. Ich habe mich mit ihm getroffen, wir haben zwei Videos gemacht, ein Gespräch hier, das werdet ihr gleich sehen, bisschen quatschen und dann kommen noch die Fanfragen. Ja, das neue Album, Freunde, ihr habt ja schon einen Track, ich weiß gerade gar nicht, ob schon zwei Tracks raus sein werden, wenn ihr das Video seht, aber es gibt natürlich dieses voll süß Aber, Anthem. Er hat ein Ding gemacht, das kannten nach einer Zeit alle, den Hashtag kannten alle. Aber kann er daran anknüpfen? Denn erstes Album ist gut gegangen, ist gut gechartet für Newcomer. Für jemand, der noch nie gerappt hat eigentlich. Ja. Und jetzt ist der Druck natürlich ein bisschen höher. Ob er den Druck verspürt, wie das neue Album ist, das alles habe ich ihn gefragt, Freunde. Ich würde sagen, ich halte das Intro kurz und wir sehen uns am Ende der Sendung noch einmal wieder. Ali Boumaier. Das ist schon so. Ich lache lieber, soll ich weinen? Das ist besser, wenn ich lache, oder? Nee, du hast so gelächelt, so als hättest du eine Erwartungshaltung, was von Ruth kommt, ist immer diese Ruth. Nee. Ich erwarte dich jetzt. Warum, habe ich was zu erwarten, oder? Nee, ich weiß nicht. So ist gut, so ist besser. Schön ruhig hier, gut, ja, dann bist du beim zweiten Album. Hättest du das gedacht? Naja. Ja, aus seinem Spaßding. Jetzt bist du beim zweiten Album, was ernst genommen. Nee, habe ich natürlich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Echt jetzt? Hast du gedacht, komm, mal ein Album, gucken wir mal. Nee. Ich weiß noch, beim letzten Interview hast du mir gesagt, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, du hast gesagt, wenn ich unter 10.000 verkaufe, machen wir kein zweites Album, das ist ja lächerlich. Ja, aber ich muss noch dazu sagen, dass ich habe das gesagt, es war so, dass ich würde kein zweites Album mehr machen, aber wenn es nach mir geht jetzt, weiß ich ja, nicht, aber ich weiß ja, dass meine Jungs da sagen würden, natürlich, bauen auf und so. Wenn ich zu meinen Jungs also jetzt sagen würde, ich möchte nicht mehr, dann würde mir keiner sagen, doch, du machst jetzt weiter. Nein, aber die haben, damals meinten die zu mir, ey, auch wenn du 5 verkaufst, das ist doch egal, ist doch, wenn dir das Spaß macht und du Freude daran hast, dann machst du einfach so lange, bis du einfach selber keinen Bock mehr hast. Aber ich glaube, wenn die Resonanz oder die Verkaufszahlen am Ende so schlecht sind, bist du ja selber nicht mehr motiviert, weißt du? Dann denkst du dir, ey, für was mache ich das eigentlich so? Also ich mache das natürlich, weil es mir Spaß macht, so, aber es bringt ja niemandem. Man will ja auch gerne, dass die Leute auch feiern und hören. Klar, und, ne? Klar. Gerade wenn man live unterwegs ist. Aber klar. Und dafür das erste Album war halt mein erstes Album. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben überhaupt gerappt damals. Mhm. Ja. So richtig, verstehst krass, du? Krass, erstes Album und gleichzeitig auch das erste Mal gerappt. So. Ja, und dass auch dann so erfolgreich wurde, so hätte keiner gedacht so. Ja, und dass jetzt, das jetzige Album ist ja musikalisch auch oder und auch vom ganzen Paket auf ein ganz anderes Niveau als das erste Album, weißt du, meine? Das kannst du gar nicht mit anderen vergleichen so. Wobei ich sagen muss, also das ist eine typische Aussage, die Rapper immer sagen, natürlich, ja, dass man die weiterentwickelt. Aber man entwickelt sich auch weiter. Ja, ja, klar, ne, ist ja auch normal. Aber ich muss sagen, das erste war schon auf sehr hohem Standard. Man hat schon einfach gemerkt, das kommt aus dem Haus, da die Leute arbeiten auf einem sehr hohen Standard einfach. Danke. Nee, das ist ja klar, oder nicht? Das, also das, aber ich meine, für meine Gefühle ist das Album jetzt einfach... Ich fand das erste Album schwierig. Ich fand das erste Album schwierig für dich, weil ich habe mir das angehört und ich habe fast jeden Track gefeiert. Wir haben ja auch mal zusammen gehört. Dieses Ganze, dass ihr das so auf Comedy aufgebaut habt. Ich bin der Dicke, ich esse Snickers, was wollt ihr? Ich esse dir das weg. So. Aber dann dachte ich, schwer, Alter. Wie das will er das toppen? Wie willst du weitermachen? Ja, wie willst du weiter? Und jetzt hast du schon diese alles dicken gemacht. Schiene ist auch irgendwann mal vorbei. Genau, jetzt hast du alles gemacht. Jetzt muss mehr kommen. So. Ja. Und dann war so einmal voll süß, aber war natürlich der Knaller so. Ja. Dann hast du na klar gemacht. Ist auch, ging auch ab und Hashtag und alles. Aber da hat man schon gedacht, so. Es war halt einfach nicht voll süß, aber. Es ist ein voll süß, aber 2. Ja. Light, so. Rocky 2. Es war ja eigentlich derselbe Song, so. Von der Struktur her. Von der Struktur her. Was der 1:1 derselbe Song. Ja. Mit anderen, Reimen, an anderen Text einfach. Aber ich weiß schon, was du meinst, aber das Problem ist, ein Ali
ein Ali hatte mehr zu erzählen, als das, was ich auf dem ersten Album erzählt habe. Verstehst du, was ich meine? Ja, klar. Weil in meinem Leben ist ja nicht alles nur lustig und fett und cool. Es gibt ja noch andere Seiten. Weißt du, was ich meine? Ja, klar, ja, klar. Es gibt ja noch ganz andere Facetten, die ich so also mitbringe. Das wird man auch also auf dem neuen Album hören. Man wird sich auch wundern bei dem einen oder anderen Song. Dass ich da einfach mal eine ganz andere Schiene eingelegt habe oder einlege. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ich meine, es gibt zum Beispiel einen Song auf dem Album. Das ist der ernste Song, den ich in meinem Leben gemacht habe und glaube ich auch der ernste, den ich. Also, es wird nie wieder so einen ernsten Song geben. Da geht es um Palästina, weißt du? Mhm. Und der Song ist einfach übertrieben ernst so und da ist keine einzige Spaß-Line drin, ja, oder so. Dann gibt es wieder Songs auf dem Album, die sind sehr hart. So, aber ey, Dicker, ich darf ja wohl hart rappen, Alter. Ich bin Araber aus Neukölln, ich bin hier groß, ich bin in Neukölln groß geworden. Dein Hart ist wahrscheinlich, weißt du, dein Medium ist wahrscheinlich genau, der andere. Und wenn ich. Ich habe das auch versucht, jemand anderen zu erklären heute. Wenn ich einfach also einen Beat picke und Musik mache, okay, und einfach nur die Wahrheit sage, wirklich nur die Wahrheit sage, oder einfach nur Sachen sage, die ich wirklich gesehen habe oder erlebt habe, ne, dann ist der Song automatisch hart am Ende. Ungewollt auch, weil ich einfach hart bin. Okay, Scheiß mal auf mich, ich bin gar nicht harter Typ, okay, egal. Aber mein Umfeld ist hart, oder was ich sehe, das ist hart. Ja, oder wo du herkommst, ja. Oder wo ich herkomme. Genau. Der ist ja nicht umsonst bekannt, das Pflaster. Aber eben. Und deshalb ist es bei mir nicht schwer, oder ich brauche nicht mich hinsetzen und sagen, okay, weißt du was, Dicker, ich mache jetzt einen harten Song, weil ich jetzt Straße sein will. Nein, wenn ich einen authentischen Song mache, dann wird der hart. Natürlich sind da witzige Lines auch mit reingemischt, so ein bisschen, weil es einfach mein Humor ist, so. Klar, aber es wird ein sehr facettenreiches Album, weil viele, es ist harte Musik dabei, es ist auch wieder lustige Musik dabei, es ist auch Musik dabei, wo der eine oder andere sich wundern würde und sagt, was ist denn jetzt mit dem los? Hm. Verstehst du? Ja. Aber ich habe das nicht gemacht, weil ich mit der Zeit mitgehen will oder weil ich irgendwas zeigen will, nein, weil ich gerade diesen Film fahre, weil ich gerade so bin. Ja. Verstehst du? Und das Album ist einfach genau so, was du da hörst und ich stehe auch hinter allem, was da passiert auf dem Album. Das ist genau Ali, wie er lebt und lebt und wie es jetzt gerade bei mir aussieht. Das habe ich doch überragend erklärt, oder? Sehr schön eigentlich. Ja, aber kam schon vortragmäßig, aber super. Ding ist ja, wahrscheinlich braucht man auch einen gewissen Humor, ne? um die Gegenden, wo ihr herkommt, wo du herkommst, ob Neukölln oder einschlägig bekannte Gegenden. Ja. Man braucht ja bestimmt einen gewissen Humor, um mit der Scheiße so umzugehen, auch die passiert. Ja, ich meine, man sollte immer versuchen, oder mir hat mal einer gesagt, du solltest dir niemals das Lachen von jemandem nehmen, verstehst du? Nehmen lassen, ja. Und dem versuche ich auch nachzugehen. So, ich hab auch immer, egal was mir passiert ist in meinem Leben, so, ich habe immer wieder an das Gute geglaubt und immer dadurch hat es also auch was mit meiner Religion zu tun. Ich habe aber halt immer versucht, die Sachen so zu sehen, dass die mir im Endeffekt vielleicht helfen. Bei Dingen, die ich später noch erleben werde, verstehst du? Mm. Also, ich will jetzt auch nicht so sagen, ich bin so der Übertyp, der so positiv alles sieht, aber ich versuche halt immer das Beste aus den Sachen zu ziehen, obwohl die Sachen eigentlich ganz schlimm waren, verstehst du? Ja, das ist ein Kunststück, ne? Dass man aus Steinen, die einem im Weg gelegt werden, sagt man ja so schön, kann man auch was Schönes bauen. Gelingt aber natürlich nicht immer. Jetzt hat es ja bei dir doch geklappt. Erstes Album ist ja schon fast, ich will jetzt nicht sagen, so ein Funny-Album, ne? Weil ist so funny ist es nicht so, dass man denkt. Also du hast zwar diese Funny-Themen, aber wenn man hinhört, es ist jetzt kein Comedy-Album. Weißt? Das fand ich schon gut. Aber wie wird da das Neue jetzt klingen? Das habe ich mir noch gar nicht angehört. Das Neue ist so wirklich so, guck mal, das Album geht los und dann kommt erstmal was ganz Unerwartetes. So, dann kommt, das ist einfach eine richtige, als ohne jetzt zu übertreiben. Ich werde zwar gar nicht meine Musik so voll in den Himmel loben und so und weißt du, aber ich kann den Leuten nur ans Herz legen, sich dieses Album anzuhören und sie werden nicht enttäuscht sein. Und wenn einer enttäuscht ist von dem Album, dann mag er mich einfach nicht. Verstehst du, aber ich sag ja gerade, diese Musik oder dieses Album ist einfach facettenreich und ja, wie kann man sich das vorstellen, Alter? Da ist Bushido ist drin, Shindy sind drin und noch einer, den kann ich eigentlich jetzt verraten, Alter, oder? Bei Ruth immer.
Kurdo ist mit auf dem Album. Ah, okay. Ja. Habe ich mich sehr gefreut, dass es geklappt hat. Schöne Grüße an Kurdo an der Stelle. Sehr guter Junge, sehr guter Mensch. Könnte sich der ein oder andere Rapper mal eine Scheibe abschneiden von dem, menschlich. Aber ist egal, hör zu, auf jeden Fall. Ich höre zu. Das Album ist so, das ist einfach, da passieren Dinge drin, zum Beispiel auch der Song über Palästina. Hm. Wenn ich dir jetzt sage, ich habe einen Palästina-Song geschrieben, was denkst du dann? Ja, jetzt kommt er mir an, was die alle gemacht haben und ja, und Free Palästina und Scheiß Israel und ihr habt uns umgebracht und so. Es gibt ja verschiedene Ansatzweisen. Nein. Zum Beispiel gibt es ja auch... Das ist ein Liebessong. Okay, ja. Das ist ein Liebessong. Und Palästina ist für mich in dem Moment wie eine Person. Ja, ich will, okay, du hast mit der ich mich unterhalten. Ja. Ich will jetzt auch noch nicht zu viel verraten, okay. Aber es ist kein Hasssong oder so, weil, Dicker, ich habe gar keinen Bock mehr auf diese Hassschiene, was dieses Thema angeht, ja, weil ja. Wir immer nur uns streiten darüber, immer nur Vorwürfe gegen. Meine Meinung habe ich zu dem Thema und dann ist es okay, dass die Israelis oder dass der irgendwelche Leute da für mich Mörder sind. Das ist klar, das ist Fakt für mich, verstehst du, was ich meine? So, aber ich muss das nicht in meine Musik mittragen und Leute beleidigen oder eine Religion beleidigen, verstehst du? Weil eine Religion oder die Juden an sich, die haben ja mit dem Israel-Sein eigentlich gar nichts zu tun. Ich kann das trennen, verstehst du, was ich meine? Wir haben auch gerade das Thema gehabt mit Arafat hier, dass du jeden Glauben respektieren musst. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und ich muss die ja nicht mögen oder so. Aber ich muss denen ihr Recht geben. Also ich muss sie so behandeln, wie ich selber behandelt werden will. Wenn willst. Also werde ich die nicht auf irgendeinen Song beleidigen oder trotzdem. Aber für mich ist der israelische Staat, was jetzt für mich nichts mit Judentum zu tun hat. Der israelische Staat ist für mich ein Verbrecherstaat. Ganz klar und simpel. So, das sage ich dir hier im Interview so, vor allen Leuten, da habe ich schon gar kein Problem mit. So, aber... Die sind es nicht wert, dass ich die in meine Musik packe. Weil meine Musik ist was Persönliches von mir. Hm. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ich will auch nicht mit dir über Palästina bei mir zu Hause reden, weil da bin ich zu Hause. Da soll es so ablaufen, dass es mir gut geht. So, und ich habe dieses Terrorregime gar nicht in meinem Song erwähnt. So, weil ich die gar nicht da habe, weil die haben nichts da verloren. Das sind für mich Mörder. Der Song ist ein Liebessong an Palästina von mir. Hm. So. Wenn du dann diesen Song hörst, denkst du erstmal, okay, was ist mit dem jetzt los? Dann gibt es wieder lustige Songs, dann gibt es Songs mit Shindy, wo du dir denkst, Alter, verstehst du, was ich meine? Kannst du dir schon denken. Da ist einfach für jeden was dabei, so, und so war ich hier sitze jetzt und ich bin im vollsten Bewusstsein und ganz normal, ich bin auch nicht irgendwie... Geistigen Kräfte. Ich glaube, das Album ist sehr gut geworden. Sehr, sehr gut geworden. Also, viel fresher und viel cooler als das erste Album. Vielleicht wahrscheinlich. Vielleicht werde ich in einem Jahr beim dritten Album auch sagen, das ist viel cooler und viel fresher als das letzte Album. Wie jeder Rap. Okay, aber es ist Tatsache, Dicker. Du hast wahrscheinlich, was ich jetzt raushöre, du sagst viel fresher und cooler, aber ich glaube, es ist auch ein ganzes Stück, sag mal, breiter aufgestellt und tiefer. Vielleicht war das letzte Album war vielleicht eindimensional. Ne? Klar, die Fehler, die Sachen, die mir beim ersten Album nicht gefallen haben, habe ich diesmal weggelassen. Was hat dir denn nicht gefallen? Ja, ich fand das zum Ende raus so da, zum Beispiel jetzt ist das Album fängt an, es kracht. So, es geht in die Mitte, es kracht. Und es geht am Ende, es kracht wieder. Hm. Es ist immer was, aber beim letzten Mal war es ist so, der Anfang war cool, so, dann ist es zum Ende raus so einfach so aufgenommen, so komm. Hm. Machst du jetzt schnell, weißt du, Schweine? Hm. Weil du musst abgeben nächste Woche. Ja. Hatte ich das Gefühl. Ja, ja. Aber hast du. Jetzt im Nachhinein wieder, nachdem ich mit vielen Leuten auch geredet habe, habe ich mich nur geirrt. Weil jeder ist ja auch bei seinen eigenen Dingen immer sehr selbstkritisch. Ja, und so bin ich ja auch. Man ist nicht zufrieden. Genau, man will einfach das immer besser haben. Deswegen ist Abgabetermin immer gut. Sonst wirst du nie fertig. Genau. Und dass die letzten Songs, man ist nicht zufrieden, die letzten drei und bla ja. Und muss, das ist aber bei allen so. Was ich aber zum Glück nicht habe, ist halt diese Macke, die Shindy hat. So. Was hat er? Da muss jeder Klang, jede Silbe, muss genau, er hört sich das achtmal nochmal an. Und nee, gefällt mir nicht, ich bin da nicht so dicker. Mhm. Wenn das cool rüberkommt, dann ist das cool. Ja. Auch wenn mal eine Zeile nicht im Takt ist. Ich schwöre, da scheiße ich drauf. Das Feeling muss geil. Genau, dann ist immer Streit auch im Studio mit Vincent und die Produzenten. Ja, das kannst du so nicht, das geht doch nicht, das ist doch Quatsch und so. Ist es nicht, das bleibt so genau, wie es ist. Ja, das ist aber geil, wenn du das kannst. Ja, ich mach, weil es kommt einfach so cooler rüber. Das passt nicht, wenn ich jede Zeile on beat, perfekt, genau,
Digga, was soll das denn? Du musst ein bisschen auch, Alter. Du musst auch eigenen Real Fresh sein, Alter. Ja, ich genau so sein, sagen. Wie, weißt du, was ich meine? Gut gesagt. Ich finde, das ist so ähnlich wie bei Sängern oder Leute, die eine markante Stimme haben. Denn wenn die Gesangsunterricht nehmen, habe ich mir sagen lassen, dass der Gesangsunterricht nicht immer gut ist für die, weil die säubert die so, ja, dass die dann sein, klingen ja. Die alle gleich. Und ich finde, was du meinst mit mal Offbeat gehen oder mal daneben so ein bisschen, so, das hat Swag so. Wenn es dann cool rüberkommt. Ja, genau, wenn es cool ist. Ja, ja, klar. Offbeat bist, das hört sich grausam an. Nein, aber dieses andere ist Maschine. So. Genau, das war ja bisschen Pause. Das ist nicht so mein Ding. So. Nur mal. Ja. Nee, das ist doch gut. Also ich sehe ein bisschen mehr die Ernsthaftigkeit jetzt bei dir, das Games. Also jetzt nicht jetzt deine Themen. Mhm. Ich bin wirklich sehr gespannt übrigens auf den Song. Können wir aber gleich nochmal drüber reden. Aber ich sehe, dass du das jetzt ernst nimmst. Ist es, weil du jetzt auch gut Geld verdient hast mit dem ersten Mal und plötzlich merkst so, ja Alter, das ist ein Business, kann ich ernst nehmen. Mann, ich sag dir, man sagt bestimmt jetzt auch jeder von sich selber so, aber ich schwöre dir, um Geld geht's mir gar nicht, Alter. So, das ist wirklich das. Ja, aber Fakt ist, du hast gut Fakt verkauft. Fakt ist, ich habe gut verkauft, Gott sei Dank. Und es lief auch alles super. Und es lief auch alles so, wie ich es mir vorgestellt habe und so. Und es ist alles gerade super bei uns, ja. So, weißt du? Ja. Alles cool so. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt behaupten, dass ich ernster geworden bin. Die Musik ist ernster geworden, das stimmt schon. Das ist schon richtig so. Aber ich nehme die Szene genauso wenig ernst, wie ich sie noch vor einem Jahr nicht ernst genommen habe. So, weißt du, ich meine, oder, ja. oder dieses Business, ich kann das einfach nicht für, weiß ich nicht. Du hast ja eh, was heißt Szene, du hast ja eh so gut wie gar nichts mit der Szene auch zu tun. Ne? Nee, so, außer jetzt, dass du natürlich über den Primus kommst, ne, über Bushido, aber sonst, nee. Ne, mit, das ist natürlich eine Luxusposition. Ich gehe auf keine Veranstaltung, ja. Ich gehe auf keine Obwohl, du bist schon gerne Hip-Hop, du bist schon Hip-Hop-Fan. Also ich meine, du hast schon, als wir uns mal gesehen haben bei Rapper Mittwoch, da hast du so Bock gehabt einfach. Das war schon lustig. Ja, das feiere ich ja auch sowas. Ja. Also Rapper Mittwoch sind für mich richtige Schwanzlutscher geworden, aber das ist mal ein anderes Thema. Warum? Also die waren schon immer Schwanzlutscher, aber ich war halt einmal da gewesen mit einem Cousin von mir, wir wollten uns das mal angucken. Sowas feiere ich ja, dieses 1 gegen 1 und so auf der Bühne, ist übergeil. Ich war einmal da, dann bin ich nie wieder hingegangen. Okay. Weil es einfach für mich so richtig, weißt du, einfach so richtige Opfer sind. So, ja. Was ist das Thema denn? Was ist das Opferhafte da dran? Meinst du jetzt die Veranstalter oder meinst du jetzt der Veranstalter? Der Veranstalter ist ein richtiges, mieses Opfer. Einfach dieses ganze Drumherum so, geht mir einfach über auf den Sack so. Okay, die waren früher irgendwelche Schwanzlutscher so, die noch bei, ich werde jetzt auch gar keinen Namen nennen oder so, weißt du, die dann irgendwo Schwänze gelutscht haben, damit sie irgendwo erwähnt werden. Jetzt, wo die ein bisschen größer geworden sind, da denken die, sind irgendwas Besonderes oder so. Ich habe mit denen noch nie was zu tun gehabt. Ich war einmal da. Und ich werde auch nie wieder dahin gehen. Aber abgesehen jetzt davon, von der Person, abgesehen davon, dass die Schwanzlutscher sind, ja, ich würde sagen, abgesehen davon, vergiss mal Veranstaltung und so weiter, aber so eine Veranstaltung an sich, Hip-Hop, 1 gegen 1 und so weiter, das hätte man vielleicht auch nicht unbedingt gedacht, dass dir das gefällt. Also ich sagte, von außen hat man ja das Gefühl, gut. Nee, schon nur amüsant so, Digga. Ja. Ich fand das schon amüsant, so wenn die so sich so richtig da... Ihre Mütter gegenseitig ficken so auf der Bühne, so, weißt du? Weil das sind Dinge, die ich niemals machen würde. Oh. Ich würde weder einen beleidigen, so, auch wenn das nur Rap ist. Für mich, Dicker, diese Regel, die existiert für mich nicht. Ja, das ist Rap, ist was anderes. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Genauso würde ich auch nicht zulassen, dass einer meine Mutter beleidigt. Und darum ist das für mich sowieso, kann ich das, ich bin da fernab von überhaupt, ich habe mit sowas gar nichts zu tun. Also ich war halt einmal da, weil ich es sehen wollte, ich fand es auch lustig, ehrlich gesagt. Aber dann war auch wieder gut. Also, okay, gut. Jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Bushido hat jetzt keine aktuellen Beefs oder so, aber interessiert dich sowas dann? Wenn zum Beispiel, keine Ahnung, dein Camp hier, deine klar. Gegend? Klar. Arafat ist ja in mehr Beefs verwickelt. Ja, aber... aus Versehen. Aber ungewollt. So, nein, weiß ich ja, immer eingemischt kriegst du das mit. Die rufen ja immer alle an und dann, weißt du, ich meine, aber immer so... Bushido und so, ja, aber dann immer Arafat anrufen, wenn es irgendwo brenzlig wird, verstehst du, was ich meine? Das ist dann wieder so, dann weißt du auch, warum ich die alle nicht ernst nehmen kann. Ja. Diese ganzen Rapper, und du kennst die alle, natürlich. Die dann bei dir sitzen mit ihrem Buddy so und, ja, weißt du, Bruder, du kennst die alle, und ich schwöre dir, Luftpumpen, weil wenn ihr so krass seid, dann braucht ihr doch keinen Arafat anrufen. Lass doch mal den Mann in Ruhe. Er hat doch, wir haben doch hier unsere eigenen Probleme. Witz. Aber Arafat, warte mal. Das Problem an Arafat ist, er ist ein Mensch mit Herz. Wenn ihn einer anruft
Und da braucht er eine Hilfe. Er sagt nicht nein. Er sagt, wenn ich helfen kann, ich helfe. So war er schon immer. Und das nutzen die Leute aber aus. Verstehst du, was ich meine? Das ist das Problem, mein Freund. Ja, aber im Internet einen auf Welle machen und hier und da und dann hintenrum anrufen. Ja, und dann sagen, ja, ich kann das und das nicht tun wegen meinen Fans. Also verarsch du doch deine Fans offiziell. Ja. Wie kannst du denn diesen Satz überhaupt sagen? Ja, ich musste doch das und das tun wegen meinen Fans. Ich musste doch dies und das tun wegen meinen Fans. Ja, okay, dann bist du aber, dann verarschst du aber deine Fans. Ja, aber das ist ja sowieso klar, das ist Show. Ja, Show, okay, Show. Aber dann sitzt du nicht irgendwo im Interview und sitzt da wie Hulk Hogan, Alter, und denkst dir, du bist Rambo. Ich esse da. Wir wollen ein Foto machen. Dann mach doch eben. Ich mach schnell ein Foto, dann machen wir weiter. Nochmal zum Punkt mit Arafat. Klar, viele mischen ihn ein. Rufen ihn dann an, machen erst die Quelle und so. Vorhin, wo ich die Geschichte gehört habe, wer das war, lass uns keine Namen nennen, lass uns jetzt keinen Film daraus machen, aber es ist schon witzig. Es ist witzig, aber es ist auch schon krass so, weil man denkt so, krass, okay. Und dann denkt man sich so. Und dann wunderst du dich auch nicht, wenn ich dir sage, dass ich alle gar nicht ernst nehmen kann. Ja, aber. Weil ich sehe es ja, ich bin ja live dabei. Ja. Weißt du, ich meine, ist ja nicht so, dass ich irgendwas gehört habe. Ich bin ja dabei, wenn die ihn anrufen oder wenn er mir das erzählt oder. Er erzählt es ja nicht mal, das ist ja das Schöne. Du hörst das immer irgendwo anders. Aber du hältst dich weitestgehend eigentlich aus diesen Beefs raus, ne? Wobei du jetzt... Wenn Bushido oder Shindy im Beef mit drin sind, dann bin ich auch mit drin. Gut. Das Ding ist, warum ich auf dieses Ding angesprochen habe, ob du dich damit einmischst oder nicht, ist einerseits, verstehe ich das natürlich, wenn man sich einmischt, so campmäßig, crewmäßig, familymäßig. Du bist ja mit Bushido, ihr seid ja jetzt nicht nur Labelmates, sondern ihr seid ja Family eigentlich schon. Da kann man ja so sagen. Aber einerseits frage ich, weil das passt nicht zur Rolle von Ali Boumaier. Er ist keiner, also weißt du, von der Auswirkung, er ist ein sympathischer, cooler Typ, der funny rappt. Jetzt hast du auch ein paar deep Tracks, aber eigentlich würde ich jetzt von dir keinen. Das erwarten als Fan. Aber es gibt noch die andere Sache, du hast jetzt auch wieder was geschrieben bei Facebook und da wusste ich nicht, wen du meinst oder was du meinst. Ist das eine bestimmte Sache? Erstmal, ich bin fernab von dem ganzen Beef und ich möchte mit sowas auch gar nichts zu tun haben oder so. Weißt du, ich bin auch keiner, der jemanden unterdrücken will oder jemanden fertig machen will oder irgend sowas. Ich will damit gar nichts zu tun haben. Ja. So. Ich will einfach nur meine Musik machen und ich möchte halt Spaß haben an der Sache. Verstehst du, was ich meine? Ich will gar nicht so, dass alles so ernst wird und hier und da. Dieses Ziel, ich will damit gar nichts zu tun haben. Aber wenn einer mit meinen Jungs ein Problem hat, hat er mit mir automatisch auch ein Problem. Weil, das ist einfach so. Ich bin mit denen jeden Tag zusammen, wir sind doch eins. Ja, das meine ich. Wenn das einer mit denen ein Problem hat, dann hat er mit mir auch ein Problem. Das ist doch ganz normal. Aber das heißt ja nicht, dass ich, wie du schon gerade gesagt hast, Ali Boumaier steht nicht für Beef oder für Dings. Aber wenn es sein muss, ich bin Beef sein Vater, ich habe Beef erfunden. Okay. Ich meine das jetzt ernst. Ja. Wenn es sein muss, ist gar kein Problem. Nur der Unterschied zwischen mir und den ganzen anderen ist, bei mir gibt es nicht so viel Gequatsche. Also meinst du jetzt, dass direkt ein Track kommt oder du meinst das auf andere Art? Ich kläre das, guck mal. Das, was die anderen immer sagen, aber nicht tun, ich sage das gar nicht. Ich mache es und danach können wir darüber reden. Verstehst du, was ich meine? Nicht immer erzählen und dann hier und dann komme ich dahin und dann prügeln wir uns vor der Kamera. Also du fährst auf jeden Fall nicht vor Haustür von irgendjemand. Ich fahre hin. Wenn es zu weit geht, fahre ich hin. Ich bin ja auch schon mal irgendwo hingefahren. Ohne jetzt wieder auf dieses Thema, ohne wieder jetzt auf irgendein Thema zurückzufahren, zu kommen. Ich bin der Letzte, der sich also irgendwas gefallen lässt oder so. Weißt du, was ich meine? Jetzt, okay, Kay, Alter. Kay, der ist für mich, ist wie eine Frau. Ob jetzt ein Mann mich beleidigt oder Kay ob es eine Frau oder Kay mich beleidigt, ist genau dasselbe für mich. Das habe ich gar nicht so für Dings genommen. Weil das Ding nicht, aber mit Kay ist doch eh schon auch. Darum sage ich ja gerade. Also, weil er hat mich ja damals gedisst. Ja. So, aber das habe ich ja gar nicht so ernst genommen, weil er einfach für mich, das ist nicht mal wert. Der ist einfach wie eine Frau für mich. So, aber scheiß mal jetzt auf Kay, das Thema ist eh durch. Ja, ich meine allgemein jetzt so, weißt du, wenn einer der Meinung ist, mich zu dissen, dann kläre ich das schon. Und wie ich das kläre, ist dann am Ende meine Sache, aber ich kläre das schon. Da macht ihr mir keine Sorgen. Und wegen dem Post,
Du meinst den bei Facebook, wa? Kannst du nochmal eben sagen, für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, du hast geschrieben, dass die Leute mal ruhiger, kürzer treten sollen, was jetzt Thema Bushido angeht, sollen nicht Film auf den. Die Leute, die gerade oder immer in ihrer Promophase für ein neues Album erwähnen Bushido jedes Mal. Ja, Digga. So. Okay. So, ja. Okay. Aber warte mal, es gibt einen Unterschied, mein Freund. Ja. Es gibt einen Unterschied, ob ich Bushido nicht mag und ihn nie gemocht habe und mit ihm nichts zu tun habe und dann im Interview sage, ey, ich mag den nicht oder ich feiere das nicht, dann ist doch alles cool. Aber es gibt ja Leute, die sehen einen auf dem Echo oder sehen die Crew von einem auf dem Echo, blasen dann auf gut Deutsch, auf gut Deutsch, setzen sich dann ins Interview und sagen, ja, Bushido hier, und weiß was ich meine? Und das stört mich. Das geht mir auf die Nerven, Dicker. Weil wenn du jemanden nicht magst, dann musst du auch nicht bei seinen Leuten Arsch kriechen. Versteht, was ich meine? Und ich meine damit nicht Farid Bang oder so. Weil ich weiß, dass du darauf anspielen willst, auf Farid Bang. Ich meine damit nicht Es kam nicht Farid zeitlich Bang. Kam das so. Ja, aber das Interview kam und dann hast du das gepostet. Das ist ein anderes Thema. Aber mit diesem Post habe ich nicht Farid Bang gemeint. Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe bis jetzt euer Interview gar nicht gesehen. Okay. Ich habe nur mal gehört, dass er irgendwas gesagt hat, er wird Bushido keine Musik mehr machen. Aber was passiert Bushido, wenn er mit ihm keine Musik mehr machen will? Ja gut, passiert Bushido irgendwas? Digga, war ja eine Fanfrage. Ich sag dir nur. Der hat darauf geantwortet. Ist ja legitim. Ja. Er hat ihn weder beleidigt, er hat noch irgendwas Schlechtes zu ihm gesagt. Er möchte mit ihm keine Musik machen. Genauso wie ich mit Moneyboy keine Musik machen werde. Oder möchte. Ganz genau. Zum Beispiel. Weil ich meine, das ist alles cool, kein Problem. Ich meine ich gar nicht damit. Ich meine diese Schwanzlutscher damit, die uns sehen, Arsch kriechen und dann aber im Interview sowas erzählen. Mit der Bushido und das. Das ist mir zu viel, Alter. Oder so ein Animus, der dann erzählt, Bushido wird noch die Konsequenzen tragen. Dicker, Bushido wird gar nichts tragen von diesem Junge. Verstehst du? Gar nichts. Er wird gar nicht 1% von diesem Junge irgendeine Konsequenz tragen. Und dass ich diesen Jungen überhaupt gerade erwähne, ist schon peinlich für mich eigentlich, weißt du schon, aber ich musste gerade raus. Aber ihr habt doch, das war doch nun von Bushido so ein Mann, er hat Spaß gemacht, Mann. Manchmal, das war auch eh auf Schippe Spaß, genommen. Ja. Ich hatte eh gar kein Beef. Da war gar nichts Böses gemeint oder irgendwie, dass man jetzt sich mit gut, aber dafür hat Bushido aber schon... Ja, okay. Das Bild war schon krass. Aber so eine Sprüche mit Konsequenzen oder irgendwas. Ja, okay, das ist aber das andere. Aber haben die sich ausgesprochen? Gibt es Gespräche oder gar nichts? Gar nichts. Weil Animus hat ja im letzten Interview gesagt, guck mal, heute ist Montag, wenn wir das aufnehmen. Animus hat mir im letzten Interview gesagt, dass es, glaube ich, Dienstag gibt es ein Treffen zwischen ihm und Flair. Oder er will ein Treffen organisieren. Ich meine nur, sowas gibt es bei euch nicht. Da gab es keine Gespräche. Über. Mach nicht diese Kopfschmerzen. Digga, ich kann dieses Treffen nicht mehr hören. Digga. Der fährt dahin. Der kommt dahin. Haben sich schon überhaupt der kommt jemals dahin. Welche getroffen? Bei den einen ist Uhr kaputt. Bei den anderen ist das. Und Autobahn war voll. Digga, ich habe keinen Bock mehr auf das. Ich kann das gar nicht mehr hören. Ja, gut. Jetzt weißt du auch, warum ich mit den ganzen... Mit der ganzen Community gar nichts zu tun haben will. Aber ey, man muss die Community verteidigen. Wenn ich mit dir ein Problem habe, dann komm ich zu dir. Ja, aber was soll das? Yeah. Ich warte jetzt hier erstmal auf den und dann gucken wir mal. Aber das wird Bushido ja auch vorgeworfen, zum Beispiel von Manuel Wilson. Der hat doch letztem Interview bei mir gesagt, weißt du doch, da waren die mit Animus zusammen, da meinte der, wenn die oder Shindy oder einer von euch Probleme mit dem hat, dann schicken die ihm Arafat vor. Ja, und jetzt? Nein, ich meine nur, das wird halt, was du jetzt sagst. Die schicken kein Arafat vor. Wenn die ein Problem haben, Arafat kommt von alleine, ich komme auch von alleine und meine ganze Familie kommt auch von alleine. Okay. Was ist das Problem? Ja. Für was sind denn Freunde da? Richtig. Wenn ich mit deinem Bruder ein Problem habe, hast du dann mit der Sache zu tun, ob du willst oder nicht, er ist dein Bruder. Ja. Stimmt's oder stimmt's nicht? Natürlich. Ich sitze mit Bushido an einem Tisch, wir essen von einem Teller. Wenn er ein Problem hat, habe ich auch ein Problem. Stimmt's oder stimmt's nicht? Ja, so gesehen, das war. Wo ist das Problem? Ist man jetzt ein Opfer, weil man wahre Freunde hat, nur weil diese Leute sowas nicht kennen? Hm. Freundschaft oder Brüderlichkeit? Ich seh daran nichts Schlimmes. Das ist was ganz Normales. Wenn ich ein Problem habe, sind meine Brüder hinter mir. Punkt. Und wer das von sich nicht behaupten kann, hat keine Brüder. Punkt. Dann immer dieses Verstecken spielen und Dicker und ich bin jetzt hier und ich bin jetzt da. Weißt du, guck mal, ich will auch niemandem zu nahe treten mit sowas. Aber ich bin einer, zum Beispiel sowas beobachte ich von der Ferne. Es amüsiert mich ja noch nicht mal. Ich finde es ja noch nicht mal lustig, Alter.
Oh, ein bisschen lustig schon. Nein, Mann, das ist doch, das macht ja auch Spaß. Frenchie. Ja, vielleicht, wenn es dann, wenn es zu weit geht, so. Wenn manchmal. Guck mal, Mann. Das Problem ist, gerade auch so diese Hip-Hop-Medien und so, ne? Die sagen dann, ja, da passiert ja sowieso nichts. Die spielen das ja so runter. Aber die haben recht, da wird auch nichts passieren. Ja, aber wenn da was passiert, dann sagen die, oh, das darf nicht passieren. Das geht gar nicht. Verstehst du, was ich meine? Aber warum ist es denn so weit gekommen? Ja. Doppelmoral. Du hast gerade gesagt, und das haben so. Wir ja sowieso. In Deutschland ist die Doppelmoral ja sowieso. Ja, wo nicht, Bruder? Alter, aktiv. Wo denn 100%. Nicht? Ja, aber bei uns. Das ist nicht nur deutsch. Gerade bei uns überall. Und mit den Leuten, mit denen wir das so zu tun haben, um uns herum, ist das schon sehr ausgeprägt. Bruder. Gerade was uns betrifft. Zum Beispiel, mal ein kleines Beispiel. Ich war auf der Straight Outta Compton Filmpremiere. Ja, war auch so. Danach gab es eine Aftershow-Party. Ich hatte Besuch aus, ist ja egal vorher. Ich hatte Besuch und die Person wollte unbedingt dahin gehen. Ich meinte, ich komme mit. Wir waren auf der Aftershow-Party. Kam ich rein, waren so Reporter, Rap-Medien und fragen mich so, ja, und wie fandst du den Film? Ich meinte, ja, alles cool, Film war okay. Ich fand halt nur scheiße, was Eazy-E, wie die ihn dargestellt haben und so. Dann guckst du die ganzen Schwanzlutscher an, so. Fangen an zu reden, so die ganzen deutschen Promis angeblich, ne? Ja, also, boah, Straight Outta Compton und so. NWA, da stehe ich voll hinter. Ja, okay. Voll krass und so. Richtig, das ist richtig cool. In dem Film geht es um Ficken, ja. Um Weiber. Um Gewalt, Waffen, Schusswaffen, Beleidigungen, ja. Aber wenn wir jemanden beleidigen, also mit denen möchte ich nichts zu tun haben. Ja. Also von denen halten wir uns fern. Aber dann da sagen, ja, Straight Outta Compton und so, damit kann ich mich identifizieren. Hm. Das sind Hurensöhne. Ja, genau. Alleine weiß. Schon, Straight Outta die Party hieß Straight Outta Berlin. Wer ist aufgetreten? Nicht Haftbefehl und Katar. Ah ja, okay, das war ein Thema. Das stimmt. Ohne jetzt. Nein, ich war nichts gegen Jungs, aber es geht alles um Zeller cool. Oder Berlin und das sind das Nachbar Berliner. Weil die einzigsten, die man wirklich als Berliner, die wirklich Berlin sind, ja, sind wir. Und ja, uns hätten die da niemals eingeladen zum Singen. Niemals im Leben. Weil das ist, nee, das geht nicht. Also, die sind dann schon, das ist ja zu Mafia-mäßig und so. Verstehst du? Aber so ein Film dann feiern und sich hinstellen und sagen, steh ich voll hinter, voll geiler Film. Da also, geht's um Waffen, Dicker, da, die schießen auch aufeinander und so. Verkaufen da Drogen und einen so einen Scheiß. Dicker. Ich weiß jetzt nicht, ob die nicht vielleicht Savas oder Bushido oder Sido oder was auch immer angefragt haben. Diese Hintergründe kenne ich nicht, aber das war ein Thema. Weiß ich auch nicht, aber dass, trotzdem. Dass das keine Berliner quasi da war. So, es geht jetzt auch gar nicht, wer da aufgeregt. Nein, ich weiß aber, was du meinst. Was ich meine? Es geht einfach um es ist ja auch so, früher war das ja auch immer, ganz großes Thema war immer, die Leute in den Hip-Hop-Medien haben immer Mobb Deep gefeiert für, wow, diesen Real, diesen Ding und so. Aber wenn hier einer aus der Gegend bei uns die Lyrics gebracht hat, es ist so, wie Flair mal gesagt hat, nur weil man es gleich versteht, will man direkt damit nichts tun haben. Wenn hier harte Lyrics sind, dann gleich, die sind, es ist so ein bisschen auch diese Doppelmoral, die jetzt auch mit Böhmermann läuft. Ist das jetzt Kunst, ist das nicht Kunst, aber beim Rap... Ich hab mich damit gar nicht befasst, mit diesem Böhmermann. Na gut, dann reden wir nicht darüber viel, aber... Das geht ja wieder in so eine Politikschiene und so, weißt du? Ja, ich wollte das auf der Erdogan-Schiene wollte ich gar nicht gehen, ich wollte auf unsere Schiene bleiben. Viele haben ja gesagt, ey, wenn ein Rapper rappt gegen irgendjemanden, Politiker oder was, dann wird das ist immer andere Konsequenzen, als wenn... Dicker, ob ein Rapper das macht oder ob wir das machen, ist auch wieder ein Unterschied. Ja, auch. Kannst du mir erzählen, was du willst? Auch das stimmt. Ja. So, wenn ein Bushido das macht oder einer von uns, ist das gleich wieder voll, oh, das geht gar nicht und so asozial und das Mafia-Strukturen und so. Verstehst du, was ich meine? Mann, Alter, guck mal, bei uns. Lass das Scheiß auf. Ich reg mich nur wieder auf wegen irgendwelcher Hurensöhne. Warum soll ich mich denn über die aufregen? Ich scheiße auf die alle. Nee, das Ding ist halt... Wir sind einfach eine Familie, eine Einheit, wir halten zusammen. Wir sitzen alle in ein Boot, fahren in eine Richtung. Und wer uns in die Quere kommt, den ficken wir. Ganz einfach und nicht anders. Verstehst du? Ohne jetzt hier einen auf Dings zu machen, einen auf krass und... Nein, gar nicht. Ich sag ja, ich möchte keinen Ärger mit keinem haben. Mhm. Aber wer sich mit uns anlegt, hat automatisch mit mir auch Ärger. Mhm. Das ist einfach so. Nicht, dass ich jetzt irgendwas hier, um Gottes Willen, ich will niemals hier irgendwas sagen... dass ich hier ein krasser Typ bin und so und gefährlich und tralala. Nein, ich sage nur, dass ich mir nichts gefallen lasse und zu meinen Leuten stehe und wenn ich jemanden ficken will, dann ficke ich ihn und mache kein Katz-und-Maus-Spiel wie manch andere Leute. Ich bin jetzt da, ich bin jetzt hier, ich komme morgen dahin, komm dann du auch dahin. Man verpiss dich, du Idiot. Auf wen willst du die Filme machen?
Ja, die machen vielleicht, sind die Filme. Damit du vielleicht 10, 20 CDs an irgendwelche 13-Jährigen. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich scheiße lieber auf diese scheiß paar CDs, die ich mehr verkaufe. Aber ich stehe morgens auf, gehe pissen, gucke in den Spiegel, Alter, und sehe mich. Und weiß, wer ich bin, Dicker. Hm. Verstehst du, was ich meine? Man verkauft sich nicht für. Und ich sehe, was ich bin und ich sehe, was ich nicht bin. Ganz einfach. Da muss ich mir nicht im Internet eine Rolle spielen, aber auf der Straße. Ey, hör mal auf, Mann. Oder der Spruch. Du siehst mal irgendeiner, sagt, komm mal her, wie du bist frech da und da, du Hund. Bruder, du weißt, das ist doch Rap und das ist doch Internet. Wie, das ist Rap und Internet? Das sagen die dann zu dir. Das ist so geil gemacht. Das ist eine andere, das andere, du weißt, ich meine das nicht so, aber es ist doch nur die Leute und so. Jetzt hast du, wie hast du mir gesagt, Kodo ist auf dem Album, natürlich Bushido Shindy, das ist sowieso klar. Auf dem letzten Album, muss ich sagen, mit Bushido, der Track Berlin, BLN, hat mir sehr gut gefallen. Geiler Track, Liebeserklärung an Berlin. Das fand ich gut, dass ihr das so gemacht habt. Auch ohne, wir sind die krassesten, wir ficken alles, sondern einfach eine Berlin-Liebeserklärung, ja. Kann man so pumpen, war nice. Was hättest du denn jetzt dieses Jahr, du hast jetzt Kodo geschafft, ich weiß, das hat dich gefreut, das ist eine coole Aktion. Das ist, ich war ja auch auf seinem Album auch drauf. Genau. Aber wen hättest du denn gerne noch drauf gehabt, oder war es das? Ehrlich gesagt, das war's. Also ich wollte... Weißt du, so ein bisschen, wo nee. Du gesagt hast, zeitlich ja, hat es nicht. Ich hätte gerne R. Kelly auf meinem Album. Ja, gut, wir reden ich hätte gerne Drake auf meinem Album. Ihr wisst Drake? Klar. Traut man dir gar nicht zu, hörst du Drake? Ich höre ab und zu, gibt manche gerne Sachen von ihm, ja. Ja. Alleine nur aus dem. Schmuse. Nein, gar nicht, Ali. Aber hätte es auf dem Album. Ich hätte auch gerne Ibrahim Pakis auf dem Album. Ja, ja den wollen viele. Ja. Ibu. Weißt du, meine? Ach, was hat der? Rashid Musa auf Album, Bruder. Wallah, kommst du auf meine Hochzeit dann? Nee, ich hab, also es gab jetzt keinen Deutschrapper, so wo nee. Du sagst, nice, hätte ich Bock gehabt. Flair habe ich eigentlich erwartet. Na, ich und Flair haben, also Flair und ich verstehen uns sehr gut. Ja, deswegen habe ich gedacht, er ist ja, drauf. Ja, aber wir haben musikalisch, also wir haben auch noch nie über sowas geredet. Ah, okay. Ich habe ihn noch nie, er hat mich auch noch nie auf sowas, wir haben noch nie über dieses Thema geredet, Musik zusammen oder so. Mhm. Ich finde, wenn man sich kennt und so zusammen auch was zu tun hat, ab und zu mal chillt miteinander, muss das einfach so entstehen. Ja, auch ja. So, weißt du, ja, ja, ja. Damals mit Jalil. Ja. Wir saßen, wir haben gequatscht, auf einmal kam dann so eine Idee, haben wir einfach gemacht. Ja. Weil wir sind ja Freunde. Verstehst du? Aber jetzt so, nee. Also ich habe, es gibt wirklich keinen, mit dem ich jetzt so unbedingt ein Feature gemacht hätte. Mir wurde zu welchen geraten, mach mit dem passt oder mach mit dem. Zum Beispiel, kann man sagen? Nee, lieber nicht. Mach lieber so. Aber ja. Ich, weiß ich nicht. Also nicht, weil ich jetzt denke, ich bin cool oder so. Aber Bushido Shindy, ich glaube, damit habe ich schon die besten zwei Rapper in Deutschland sowieso auf dem Album. Und dann noch Kurdu, den ich sowieso persönlich auch feier. Ja. Und menschlich auch, ich schwöre dir, menschlich vom Feinsten, der Typ. Super. Hm. Da war ich auch schon, da war ich schon zufrieden. Ja, die beide. Alles cool. Ist auch vielleicht gar nicht mal so schlecht. Vielleicht denken dann, weißt du, manchmal, wenn man zu viele Feature hat, dann sieht das so aus, als ob man ablenken will von etwas, weißt du? Von guten Songs, von dem Können. Ja, aber ich weiß du kommst, nicht. Weißt du, dass du am selben Tag kommst wie Massiv? Release? Ja, hab ich gehört. Und er hat ja auch viele Palästina-Sachen auch immer gemacht. Ja. Wie ist euer Verhältnis? Auch gerade also dieses Palästina-Ding. Ich kenne ihn gar nicht. Also, so, also wenn wir uns sehen, wir grüßen uns und so. Er soll ein sehr, sehr, sehr netter, anständiger Mann sein. So. Wallah, ist er. Junge, richtig guter Junge sein, so. Aber ich habe mit ihm keine Vergangenheit oder Freundschaft oder so. Aber warum? Das kam nie dazu jetzt. Nicht, weil ich jetzt nicht im Zulang bin. Also einfach, so. Einfach. Wir haben uns halt, er wohnt in Wedding, ich wohne in Köln. Ja, ist auch schon weit. Hat sich nie so, weißt du, okay, okay. Aber wenn wir uns sehen. Also jetzt nicht so, dass man. Wenn wir uns sehen, wir begrüßen uns ganz normal. Mhm. Mit ich habe gedacht, so allein schon herkunftsmäßig hättet ihr da mal Bock, weil er hat viel gemacht, viele Tracks. Letztes Mal hat mir Tassim auch gesagt, Masih grüßt dich und so. Einfach so, weil so. Der ist ein super netter Typ. Arafat hat mir aber auch schon immer gesagt, dass der sehr nett ist. Weißt du? Aber ich habe einfach so Herkunft, klar, wenn er Palästina-Songs macht. Nee, ich meine nur, freue ich mich auch immer. Das hätte jetzt thematisch hätte das gepasst. Also ich habe mit ihm keine Freundschaft oder so, wir haben auch keinen Kontakt oder so, aber schöne Grüße an Massiv, alles gut. Ja, ich habe nur so. Habibi. Habibi. Ja, wann kommt das Album nochmal? 3.6.2016. 3.6., damit wir das auch nochmal, damit wir die Promo hier auch nochmal gemacht haben. Das beste Album aller Zeiten. Und ihr solltet euch wirklich bemühen, die Box vorzubestellen, weil es gibt nicht mehr viele. Und das unfassbare Gewinnspiel,
ist ja auch noch dabei. Als, das bedeutet, wenn du eine Box kaufst und du machst sie auf und neben der unfassbaren Cap du eine Autogrammkarte drin hast mit meiner Unterschrift drauf, bist du automatisch auf die Classic Tour statt deiner Wahl plus eine Person Backstage eingeladen. Ah, mit Essen. Tamam. 15 Mal habe ich das gemacht. Also 15 Leute sind eingeladen von mir plus eine Person. Ja. Haltet euch ran, Leute. Was ist, wenn alle 15 in einer Stadt sind und dann kommen die alle in eine Stadt? Habt ihr kein Essen mehr. Dann kommen die alle in einer Stadt. Ich besorge neue Essen, keine Sorge. Bruder, lass noch Essen für Roos. Ich komme auch auf die Tour. Nein. Du bist also auf jeden Fall auf der Classic Tour. Auf jeden Fall, inshallah, wenn ich gesund bleibe, auf der Classic Tour dabei. Freue ich mich auch schon drauf. Ich glaube, die geht im Oktober los. Solltet ihr auch alle vorbeikommen, Leute. Ich habe gehört, die beiden haben diesmal, ohne Witz jetzt, was Großes vor auf der Tour. Ja. Sollte man sich nicht entgehen lassen. Du hast letztes Mal keine Box gehabt, ne? Stimmt. Nee. Hast du noch keine Box? Wie ist das diesmal für dich? Da denkst du dir so, ist man noch angespannt? Ja, also das kostet ja Geld. Die Sache ist, was machst du in die Box rein? Hm. Das ist schon mal das Erste. So, was machst du da rein? Und ich weiß nicht, Digga, Alter. Ich habe gedacht, bevor ich jetzt irgendwelche Experimente mache, wo die Leute dann sagen, was ist der behindert oder so, mache ich einfach ganz, wie nennt man das, simpel. Ja, simpel. Cap. Mit einer Cap und mit einer Autogrammkarte und Instrumental-CD und Deluxe-Version und hast du nicht gesehen. Ja, und diesem Gewinnspiel halt. Fand ich jetzt so cooler, anstatt ich jetzt anfange mit... wenn ich jetzt Sachen sage, beleidige ich wieder andere Rapper damit. Ich weiß das mal. Dann fühle ich mich wieder angesprochen und dann heulen die wieder rum. Darum sage ich jetzt lieber gar nichts. Aber mit irgendwelchen anderen Billigartikeln, sage ich jetzt mal, und das ist leider so, habe ich mir gedacht, Digga, nee, holt eine Cap, damit kann jeder was anfangen. Ja. Auch wenn einer keine Caps trägt, kann er die sich hinstellen oder so. Oder verschenken, keine Ahnung. Das war am einfachsten. Sag mir noch eine Sache, hat mich interessiert, bevor wir zum Schluss kommen und gleich nochmal zu den Fanfragen kommen. Eine Sache hat mich die ganze Zeit interessiert. Wer hatte die Idee mit diesem Jordan, mit dem Jordan-Logo mit dir? Also das ist eine wirklich coole Sache. Die Idee mit dem dicken Jumpman? Ja, wo ich das gesehen habe, habe ich mich so weggelacht. Naja, guck mal, ich trage ja viel Jordan. Mhm. Ich bin ja richtig so Fan, was Jordan ist. Eigentlich nur, weil es meine Größe gibt, aber auch egal. Nee, ich feiere das ja übertrieben und so. Und dann kam mir so die Idee, da haben wir so gechillt an dem Laden. Die ganze Gang war da und dann meinte ich so, ey, oh, was covermäßig. Dann meinte irgendeiner, mach einfach einen dicken Jordan, Alter. Das gab es ja auch schon mal in Amerika. Ist das Big Pun oder was? Kann sein, ja. Kann das sein? Gab schon mal in Amerika, okay. Aber Digga, ist egal, ist doch trotzdem cool. Ich meine, hätte ich jetzt mit Jordan nichts zu tun, dann wäre das nicht cool. Ja, ja. Aber jeder weiß ja, dass ich, guck dir mal meine Videos an. Ich habe mindestens in jedem Video mindestens eine Cap an von Jordan, die Schuhe sowieso immer. Ich habe ja mit Jordan auch zu tun, darum passt das ja alles super. War geil. Ja. Freunde, Ali Boumaier, Rumble in the Jungle, er ist Michael Jordan, er macht von der Freiwurflinie. Ich schwöre, ich kann gut werfen. Basketball? Freiwurf. Boah. Ich kann jetzt kein Basketball spielen, aber Freiwurf, ich bin. Warum gehen wir nicht? Ja, nee, ich brauche noch ein bisschen Geld. Oder hast du Kleingeld? Ja, du machst mehr Geld als wir alle, Mann. Mach mal keine Filme hier. Ja, aber sag nicht. Ja, du machst hier einen auf Hipster und ich bin Loose und was los und alles cool und und ich bin voll real. Du machst die meiste Kohle. Nein, Bruder. Erzähl keine Scheiße, Mann. Wo mache ich Kohle? So Leute, du ein Iraner, ihr seid alle so. Wo mache ich Kohle, Bruder? Ihr tut immer so auf Dings, aber ihr habt alle Geld. Andere, viel Arbeit. Hast du mal gemerkt, ohne Witz, hast du mal gemerkt, Iraner sind in jedem Geschäft irgendwo mit dabei? Ja. Fußballgeschäft, Iraner sind immer Berater und so meistens. Musikindustrie, viele Iraner. Autos, Iraner. Ihr seid überall seid ihr. Ihr habt alle Geld, ihr tut nur so. Oder mach kein Auge auf uns. Ich hab meine Jungs hier aus Berlin, die Iraner, ich hab die studiert. Weißt du was, die haben immer hier so 2 Zehner und da sind die Batzen, Habibi. Und immer noch mit Recht raus. Bei mir, Bruder, beide. Die Filme kenne ich schon. Beide leer. Bei dir, Karte, was ist los? Komm, geh auf, wir müssen bei Ari, bei Papa Ari gleich auf Nacken essen, weil keine diese Geld. Nein, Bruder. Sag denen kein Problem. Was soll man machen? Viel, viel Arbeit. Wo gesägt wird, da fallen Späne. Da ist das Money. Bruder, danke für deine Zeit. Viel Erfolg mit dem Album. Wir sehen uns sowieso bald. Ich versuche diesmal auch mal auf die Tour zu kommen. Ich muss sagen, immer noch habe ich es nicht geschafft,
Bushido live zu sehen. Also ja, ich komme. Ich habe dich und Shindy schon live gesehen. Wir sind doch dieses Krass. Jahr in Oberhausen, oder? Ja, ich war ja letztes Mal in Oberhausen, aber ich bin ja immer unterwegs. Komm vorbei. Hab ja Arbeit. Hast 14 oder 15 Termine Zeit zu kommen? Ja, ja, mein Bruder schafft jedes Mal. Ich habe noch nie geschafft. Komm mal, Bruder. Dann lass uns zu den Fanfragen rüber gehen. Sollen wir vielleicht rübergehen? Papa Ari rüber? Fanfragen? Wie du willst, Kevin. Ja, das ist ein bisschen locker. Aber, beziehungsweise, wir sehen uns gleich, Freunde. Yes, Freunde, ich hoffe, es hat Spaß gemacht, ein bisschen zu quatschen mit Ali Boumaye. Ali Rumble in the Jungle ist am Start, Freunde. Was sagt ihr dazu? Ist Ali ein Typ, wo ihr sagt, ey, Alter, feier ich, lustig, kein Bock auf Beef Meef, er ist ein cooler Typ? Schreibt mir das in die Kommentare. Habt ihr euch das Album schon vorbestellt? Schreibt auch das mir in die Comments, Freunde. Abonniert unseren Channel hiphop.de, liked das Video, wenn ihr sagt, ja, 1 Rumble in the Jungle ist am Start. Und ansonsten mache ich euch noch einen Link zu also einen Amazon-Link, damit ihr das Album findet. Und natürlich auch Twitter, Facebook, wie ihr Ali Boumaye findet. Schöne Grüße an Ali von Berlin nach Berlin. Und wir sehen uns, Freunde, bei den Fanfragen noch einmal wieder. Bis dahin, Gangzeichen, damit ihr wisst, das hier ist eine sehr ernste, seriöse, wissenschaftliche Hip-Hop-Sendung. Ja? Ja, alles andere ist nur, also wir treten nicht mal für den Nobelpreis an. Das ist, selbst das ist uns unseriös geworden. Es werden Friedensnobelpreise verteilt. Nee, da machen wir nicht mit. Es geht uns nur um Relativitätstheorien. Warte.